Er fühlt sich als Halbgott in Weiß. Sein Pech ist, er lebt in einer roten Republik. Klinikchef will Richard Hoffmann werden, ohne die realsozialistischen Spielchen mitzumachen. Wie schon den Thesen des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei zu entnehmen ist, weiter voran. Verzeihen Sie, Herr Professor, ich glaube, wir haben einen Notfall auf der 3. Sie haben recht, Herr Doktor. Ja, dann kommen Sie mit. Genau 10 nach 11, wie Sie es wollten, Herr Doktor. Das haben Sie sehr gut gemacht. Er lebt in einem Elfenbeinturm, einem Villenviertel über der Elbe, in dem man sich über die Niedrigkeiten des DDR-Daseins erhaben fühlt. Sagt mal Sozialismus und denkt an was ganz besonders Schönes. Sozialismus. Es ist das Drama eines Mannes, der sich für besser als sein Land hält. Er denkt, er könne das, Kraft seiner Intelligenz und Kraft seiner Fähigkeiten als Arzt, denkt er, er könne in einer Diktatur des Proletariats als Bourgeois durch